Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen bei Mustermatt. Die Frage, ob Schach ein Sport ist, da gehen ja die Meinungen weit auseinander. Die Schachspieler meinen ja und alle anderen meinen nein. Wenn ich jetzt behaupten würde, Problemschach ist ein Sport, dann würde mir wahrscheinlich niemand zustimmen. Aber was es im Problemschach durchaus gibt, das ist der Wettbewerbsgedanke und es gibt jede Menge Rekorde. Und darum soll es in dieser Folge gehen. Fangen wir mit dem Thema Wettbewerb an. Zunächst mal ist ja die Idee relativ naheliegend, dass man beim Lösen von Schachproblemen in einen Wettstreit treten kann. Man gibt allen Teilnehmern die gleichen Aufgaben und wer die zuerst gelöst hat, der hat dann halt gewonnen. Und solche Lösewettbewerbe, die gibt es und zwar auf jedem Niveau. Es gibt eine deutsche Meisterschaft im Lösen von Schachproblemen und es gibt auch eine Weltmeisterschaft im Lösen von Schachproblemen. Und es gibt sogar die gleichen Titel dabei, wie es sie im Partieschach gibt. Man kann also Großmeister im Lösen von Schachproblemen werden. Und einen dieser Großmeister, den kennen wahrscheinlich auch viele Partiespieler, das ist John Nunn. Der ist nämlich nicht nur Großmeister im Lösen von Schachproblemen, sondern auch Großmeister im Partieschach. Und da war er sehr erfolgreich. In seiner besten Zeit hat er es bis unter die Top 10 in der Weltrangliste geschafft. Ja, man kann aber auch mit dem Komponieren von Schachproblemen in einen Wettbewerb treten. Ihr seht hier bei der Aufgabe, die wir heute auf dem Brett haben, die hat einen ersten Preis gewonnen. Was war das für ein Wettbewerb? Also erschienen ist die Aufgabe im Hampstead and Highgate Express. Das ist eine Wochenzeitschrift, die gibt es immer noch. Und die wird damals in jeder Ausgabe ein Schachproblem enthalten haben, vielleicht auch mehrere. Und am Ende des Jahres hat dann irgendein Preisrichter auf alle Aufgaben einer Kategorie drauf geguckt, zum Beispiel auf alle Zweizüger, und hat dann hier gesagt, das ist die beste Aufgabe, der beste Zweizüger. Diese Aufgabe kriegt den ersten Preis. Ihr könnt euch vorstellen, dass so eine Entscheidung natürlich immer ein bisschen subjektiv ist. Ein anderer Preisrichter hätte der Aufgabe vielleicht nur einen dritten Preis gegeben. Aber in jedem Fall, wenn ihr irgendeine Aufgabe seht, die ein Preisträger ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das schon ein besonders interessantes und gutes Problem ist. Und es gibt bestimmte Aufgaben und bestimmte Kategorien. Da kann man Schachprobleme sehr objektiv miteinander vergleichen. Und damit sind wir bei dem Thema Rekorde. Stellt euch mal vor, ihr stellt einen schwarzen König mitten aufs Brett, dann hat er ja um sich herum 8 Felder, die er betreten kann. Und jetzt kann ich mir als Problemkomponist die Aufgabe stellen, ich baue einen Zweizüger mit 8 Varianten, in dem der schwarze König alle diese 8 Felder einmal betritt und jedes Mal matt gesetzt wird. Das hat, soweit ich weiß, noch nie einer geschafft. Der Rekord steht wohl bei 7 Fluchtfeldern. Wenn ihr euch also da mal dran setzt und es schaffen würdet, einen korrekten Zweizüger zu bauen mit allen 8 Königsfluchten, dann würdet ihr euch auf dem Gebiet des Problemschachs ein bisschen Unsterblichkeit sichern. Und jetzt komme ich aber zu unserer Aufgabe von Herrn Heathcote heute. Auch da geht es um einen Stein, der möglichst viele Züge machen soll. Und ihr könntet jetzt das Video mal anhalten und entweder versuchen, die Aufgabe zu lösen, oder einfach mal zu raten, um welchen Stein es sich da wohl handelt. Ja, wir wollen mit unserem Springer auf A4 matt setzen. Der soll nach C3 ziehen. Wenn wir diesen Zug jetzt sofort machen würden, dann würde er den weißen Turm auf C1 verstellen, der Springer. Und der König würde ein Fluchtfeld gewinnen auf C6 und da dann entwischen. Das müssen wir also vorbereiten, deshalb ist der Schlüssel Turm C1, zieht nach C7. Jetzt drohen wir Springer C3 matt. Was kann Schwarz dagegen machen? Er könnte den Springer schlagen. Dann würde aber das Feld C5 seine Deckung verlieren und wir hätten dieses matt mit dem Turm. Und wenn der Turm nach C5 geht, das wäre ja auch eine Parade, dann würden wir die genauso ausnutzen, wieder mit dem gleichen Turm hat. Und diese beiden Varianten sind nicht besonders interessant, das sind nur Nebenvarianten.
Interessanter ist, wenn wir uns das Feld D4 mal ansehen. Das kann der schwarze König nicht betreten aus zwei Gründen. Erstens steht da der schwarze Springer. Zweitens wird dieses Feld vom weißen Läufer gedeckt. Wenn wir jetzt aber unsere Drohung ausführen würden, also Springer C3 ziehen, dann wird genau diese Läuferlinie unterbrochen. Und das heißt, wenn Schwarz den Springer wegzieht, dann ist das zweite Hindernis auch noch beseitigt und der Zug Springer C3 wäre kein Matt mehr. Und der Springer kann hinziehen, wohin er will. Also jeder denkbare Springerzug ist eine Parade auf unsere Drohung. Jetzt gucken wir uns mal die Springerzüge an. Wenn der Springer nach B5 zieht, dann verstellt er den schwarzen Turm und wir haben das Matt auf C5, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Wenn der Springer nach C6 zieht, dann blockiert er seinem König da ein Feld und wir können mit unserem C-Turm auf D7 Matt geben. Ein Echo dazu ist der Zug Springer nach E6, dann nehmen wir unseren Turm von E7, der auf D7 Matt gibt. Wenn der Springer nach F5 geht, dann verstellt er seinen Turm. Und da seht ihr jetzt auch das Matt, was wir schon mal links gesehen haben, diesmal von der rechten Seite. Wenn der Springer nach F3 geht, dann verstellt er seine Dame und unsere Dame kann auf E4 Matt geben. Wenn der Springer nach E2 geht, dann verstellt er seinen Läufer und wir schlagen den Turm mit Matt. Wenn der Springer nach C2 geht, dann versperrt er dem Läufer die Sicht nach links und dann würden wir einfach den Bauern hochziehen, das ist auch matt. Und die letzte Variante, vielleicht die schönste, wenn der Springer auf B3 schlägt, dann fesselt er sich selber, kann sich nicht mehr bewegen und wir können mit der Dame nach D3 ziehen und das ist matt. Ja, wenn wir uns diese 8 Springerzüge mal ansehen, die Felder, auf die der Springer da jeweils springt und diese Felder und diese Felder verbinden würden, dann würde sowas wie ein Kreis entstehen. Und das Thema, was wir da sehen, hat im Problemschach einen Namen, das ist ein Springerrad. Also was wir hier sehen, ist ein vollständiges schwarzes Springerrad im Zweizüger. Und der Springer hat insgesamt 8 Züge gemacht. Mehr Züge kann ein Springer von keinem Feld auf dem Schachbrett machen. Das ist also ein Rekord. Ja, vielleicht habt ihr eigene Ideen für Rekorde und vielleicht auch Vorschläge, welche Rekorde ihr gerne mal hier sehen würdet. Dann schreibt das doch in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über Likes und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr in Zukunft keine Folge mehr. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.